Donald Trump, 74, hat nicht nur die US-Wahl verloren, sondern auch seinen Twitter-Account. Und wie es aussieht, könnte auch Ehefrau Melania, 50, ihm schon bald den Rücken. Über 80 Millionen Menschen folgten dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei Twitter. Doch als er die Plattform nutzte, um die Stürmung des Kapitols im Januar zu bestärken und weiterhin Gerüchte über den Wahlbetrug seines Konkurrenten Joe Biden zu verbreiten, wurde sein Account gelöscht. Der 74-Jährige soll seitdem verzweifelt versuchen, seinen Twitter-Kanal zurückzubekommen, ohne Erfolg. Wie ein Manager des Social-Media-Netzwerks gegenüber CNBC erklärt, unsere Regeln sollen dafür sorgen, dass niemand zur Gewalt anstiftet. Wenn jemand das tut, entfernen wir ihn von der Plattform und unsere Regeln erlauben es Leuten nicht. Zurück Donald Trump. Twitter war das wichtigste Kommunikationsinstrument für. Regelmäßig setzte er sich dort mit seinen Anhängern in Kontakt und integrierte die Plattform als wichtigen Teil seines Wahlkampfes. Mittlerweile wird spekuliert, ob der Verlust von Trumps Online-Einfluss sich schon bald auf sein Privatleben überträgt. Denn nach dem verlorenen Wahlkampf im November bleibt ihm nach der Sperrung des Accounts nicht mehr viel Raum, seine Meinung zu verbreiten. Böse Stimmen behaupten, Ehefrau Melania, die sich vor allem von der Macht ihres Mannes immer angezogen gefühlt hat, könnte nun ihre Koffer. Für Trump würde es damit weiter bergab.